Hallo meine lieben Malkinder. Ich habe mir meine Farben schon zurechtgestellt und gelegt. Und ich habe Wasser gefüllt in einen Becher, in ein Glas. Und dann kann ich im Grunde gleich loslegen. Vielleicht macht ihr mit. Ich habe Folgendes vor. Ich habe hier die weiße Malpappe. Da möchte ich einen Himmel malen. Auf die Pappe male ich schon mal einen Himmel. Dann muss ich später nicht so drumrum malen, versteht ihr? Dann kann ich da die Bäume drauf malen, wenn das trocken ist, oder Vögel oder Blümchen. Ich wollte den ganz hell machen. Das könnt ihr genauso machen. Einfach in das Blau rein. Von dem Wasser. Kasten, guck mal hier, könnt ihr dann noch mit weißer Abdeckfarbe das ein bisschen mischen und heller machen. Das sieht bei mir immer so ein bisschen schmutzig aus. Aber weil ich vergesse, nach dem Malen immer alles wieder richtig schön sauber zu machen. Ich weiß ja, bei euch sieht das ganz anders aus. Ich habe ja eure Malkästen schon gesehen, die sind tippitoppi in Ordnung. So, wenn wir den Himmel blau gemalt haben, dauert ja eine Weile, da machen wir ein bisschen unterschiedliches Blau. Das heißt, wenn wir Wasser drüber machen, wird es wieder ein bisschen heller. Seht ihr? Dann wird es heller. Und wenn wir nochmal in den Malkasten gehen und nochmal in das Blau gehen, schaut, dann wird es wieder ein bisschen dunkler. So wie der Himmel manchmal aussieht. Der hat helle Wolken, dunkle Wolken. Manchmal ist er hellblau, manchmal ist er richtig strahlend, leuchtend blau. Ich wollte den einfach so ein bisschen blau mischen, dass schön Wetter ist, aber auch noch Platz für andere Farben da ist, weil da sollen noch Bäume drauf und Blümchen und was mir noch so einfällt, was alles in einen Wald gehört. Und natürlich Kinder, weil die Kinder, die kommen da gleich hin, um den Bäumen zuzuhören. Jetzt habe ich Folgendes vor. Ich habe ja jetzt meinen Himmel gemalt und hier den Sand. Und rechts in mein Ohr singt mir der Jörg. Hört ihr das? Genau. Ich wollte hier meinen Baum hinmalen. Den male ich einfach mal so auf der Seite. Schaut mal. So. Dann hat der eine Nase natürlich. Meine Bäume haben ja alle eine Nase. So, schaut mal. Dann male ich hier schon mal die Zweige. Hängt so ein bisschen runter. Das kann man ganz locker, einfach aus dem Handgelenk malt man die. Hier zum Beispiel malen wir einfach so. Schaut, dann male ich hier so Blätter. So, blau sieht man ja nicht mehr. Da malen wir richtig schön mit Braun oder in verschiedenen Brauntönen, die wir ja hier in den Tuschekasten haben. Ne? So, jetzt male ich ihm hier ein Auge. Guck mal, der Jörg hat zu Ende gesungen. Und wir malen weiter. So, dann hat er, der hat auch so einen Mund. Der Baum hat einen Mund. Weil er gleich den Kindern eine Geschichte erzählt. Das Tolle ist, man kann das ja alles malen, wie man möchte. Jeder von euch ist ein wundervoller Künstler. Ich habe schon so tolle Bilder gesehen. So wie ihr das malt, ist das immer richtig, richtig toll. Jetzt sieht das so aus, als wäre der Baum durchsichtig. Ist irgendwie auch lustig. Einfach braun an. So wie er aussieht, der Baum. Sollen wir hier schon mal anfangen? Soll ich das mal zeigen? Braun, braun, braun. Schauen wir mal, ob das klappt. Ja, schau mal. Da kriegt er auch so richtig schön Struktur, weil da drunter noch andere Farben sind. Wenn man sich einen Baum anguckt, der ist ja nie einfarbig. Der ist dunkel, manchmal ist er ein bisschen grün. Am Baum, ein bisschen Moos.
Da könnt ihr natürlich einfach so drüber malen über den Mund. Wenn man den später nicht mehr sieht, zeichnen wir den einfach nach. Das kann wird so passiert das. Dann komme ich immer aus Versehen darüber. Ach, und schon ist das wieder ein bisschen unordentlich bei mir. Aber ihr macht das ja anders. Das weiß ich. Ich habe ja schon zugeguckt, wie toll ihr malt. Und dann räumt ihr immer alles weg. Und dann freuen sich eure Eltern immer so. Das ist wirklich klasse, wie ihr das macht. Ich muss mir das auch mal angewöhnen. Damit der Jörg nicht mit mir schimpft, wenn ich immer alles schmutzig stehen lasse. Ne? Das ist ja... Mache ich manchmal, weil ich das vergesse. Das vergesse ich, weil ich dann schon wieder was anderes vorhabe. Ihr kennt das ja. Aber das ist nicht so schlimm, finde ich. So, schaut, das sieht doch schon super aus. Ich bin so gespannt, wie das wird. Das ist ja immer eine Überraschung, oder? Jedes Bild ist eine Überraschung. Jetzt habe ich mir überlegt, zeige ich euch mal, wie ich die Blätter ausmale. Das mache ich ja mit verschiedenen Grüntönen immer. Das kann man ja mit einem Pinsel machen. Schaut mal, vorsichtig, dass man nicht drüber malt, wenn man die vormalt hat. Aber auch wenn man ein bisschen drüber malt, ist ja auch nicht schlimm. Aber ich male die immer vor, die Blätter, dann kann ich sie besser ausmalen. Könnt ihr natürlich machen, wie ihr möchtet. Muss man auch nicht vormalen. So, das wäre eine Möglichkeit. Oder ihr nehmt hier so einen Buntstift, die habt ihr ja auch zu Hause. Und dann malt ihr in einem anderen Grün dann quasi. So, schaut mal, da haben wir zwei Blätter am Baum, die unterschiedlich grün aussehen, wie es eben ist bei einem Baum. Die Blätter sehen ja alle immer ein bisschen anders aus. So, können wir dann immer weitermachen, also mit dem Buntstift. Hier die Wasserfarben, dann kann ich das auch immer ein bisschen unterschiedlich machen. Ein bisschen mehr Wasser, dann wird es heller. Schaut. Zack, zack, zack. Der nächste. Nächste bitte. Das nächste Blatt. Das ist ganz leicht. Muss es einfach nur machen. Einfach mal ausprobieren, wie denn so ein Baum aussehen kann. Dann geht ihr einfach raus. Park oder in den Wald oder vielleicht in den Garten, geht ihr spazieren und guckt euch mal die Bäume an. Dann guckt ihr euch die Blätter an und dann wisst ihr, genau so kann ich das auch machen. So, sieht das schon aus. Mal hier unten malen wir dem guten Baum auch schon mal ein grünes Blatt hin. Ist das nicht ein freundlicher Baum? Immer gut gelaunt. Ein gute Laune-Baum. Schaut mal, dann machen wir nochmal dunkel. Das geht mit dem Pinsel gut, weil der eben so eine Spitze hat. Mit dem breiten Pinsel ist das ganz schwer. Aber ihr könnt das natürlich entscheiden, was euch da besser gefällt oder was besser in der Hand liegt. Das ist ja bei jedem anders. Ne? Jeder Künstler macht das anders. Und ihr seid ja ganz besonders schlaue Künstler. Ihr werdet für euch das Beste rausfinden. So, guckt. Weiter geht's. Schaut mal, da habe ich da hinten schon mal ein kleines Häuschen hingezeichnet. Und aus dem Fenster, wer schaut denn da raus? Schaut mal. Das ist der kleine Felix. Der schaut aus dem Fenster zum Baum, weil er da gleich hinläuft. Und aus dem anderen Fenster, da, da schaut seine kleine Schwester raus. Ich glaube, das ist die Elise. Oder heißt sie Helen?
könnt die Namen so vergeben, wie ihr möchtet. Sie schauen beide aus dem Fenster raus, weil sie gleich zum Baum laufen, zu ihrem Freund. Tada! Dann malen wir weiter. Dann machen wir hier so Dachziegeln. Die mache ich einfach so. Schaut mal. Na, bis unten hin. Und dann malen wir die aus. Hier an der Seite auch. Ganz einfach, ne? Hier kommt ein bisschen Dampf aus dem Kamin. Und dann malen wir das Haus so aus, wie wir wollen. Dann können wir neben das Haus auch Blumen malen. Hm? So. Tada! Der Baum freut sich schon auf seine Kinder. Ja, liebe Kinder, da habe ich einen Moment nicht aufgepasst. Und da setzt sich ein kleiner, frecher Vogel genau auf die Nase von meinem freundlichen Baum. Aber das macht dem Baum nichts. Der liebt Vögel. In seiner Krone sind ja auch immer ganz viele Nester. Und da brüten die Vögel gerne, ganz ungestört. So sitzt jetzt hier der Vogel und auch er wartet auf die Geschichte, die der Baum erzählt. Und wer ist da angekommen? Oh, das ist die kleine Elke. Die Elke erkennen wir daran, dass sie immer mit dem kleinen Teddybär spazieren geht. Elke hat immer einen Teddybär dabei, wenn sie ihren Freund den Baum besucht. So, die Elke habe ich mit dem Bleistift vorgezeichnet. Muss man nicht machen. Ich mache das gerne. Teddybär, Ärmchen. Der Teddybär hat ihre Oma selber gehäkelt. So, das Kleidchen, auch schwarz. So, alles schwarz umrandet. Dann können wir das nachher prima ausmalen. Gefällt euch die Elke? Die ist immer freundlich, winkt immer und lacht immer. Und hier der kleine Fridolin. Den umranden wir auch schwarz. Hm? Schaut mal. Und Fridolin erkennen wir daran, dass der immer so ein Krönchen auf dem Kopf hat. Das ist ein ganz besonderer Vogel. Ein lustiger Vogel. So, das Bild wächst weiter. Die Kinder sind noch im Haus. Die kommen aber auch gleich dazu. Elke bleibt da nicht alleine stehen. So, dann kommt wieder ein bisschen mehr Farbe dazu. Und der Baum, huch, hat ein zweites Auge. Na klar. So, kann er. Uiuiui. Hört ihr die Motte bellen? Da kommt die Post. Und da schlägt Motte immer Alarm. Schaut mal her. Elke bekommt ihr rosa Kleid. Das malen wir jetzt einfach rosa aus. Dann nehme ich einen Filzstift jetzt. Oh, die Motte schimpft. Wir wissen nicht warum. Das ist ein ganz netter Briefträger. Aber die Motte meckert immer. So. Sieht doch schon ganz gut aus, oder? Die kleine Elke mit ihrem Teddybär. Schaut mal da, Elkes Freunde sind gekommen und alle laufen zum Baum und freuen sich, dass sie sich sehen und dass sie zusammen spielen können. So, liebe Kinder, jetzt haben wir aber ganz schön viel gemalt, oder? Unser Freund der Baum. So sieht er jetzt aus auf meinem Bild. Vielleicht sieht euer Baum ähnlich aus. Vielleicht sieht er auch ganz anders aus. Ich bin sehr gespannt, wenn ihr die Bilder schickt.
wie euer Baum oder eure Bäume aussehen. Und wo sie stehen, stehen sie in einem Wald, in einem Park oder wie hier an einem See? Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir in Kürze schon die vielen, vielen Geschichten zusammen anhören, die die Bäume uns erzählen möchten. Das wird richtig spannend, glaubt mir. Bringt all eure Freunde mit und dann hören wir zu. Und bis dahin malen und singen wir, oder? Macht's gut, liebe Kinder, und bis bald. Tschüss. Bleibst du lieber Freund, du bist hier nicht allein.